Die meisten von euch sind nicht umsonst der Meinung, dass es sich bei Peso Republic um eine der schlechtesten Kollektionen jemals gehandelt hat. Und als wäre das nicht schon genug, war auch der Release selbst eine Vollkatastrophe. Da gibt's heute einen kleinen Live-Cop zu. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Sau viele Sachen sind nicht richtig sold out gegangen und erst nach einer halben Stunde wirklich ausverkauft gewesen. Und davon habe ich unter anderem auch eine Sache bestellt. Meiner Meinung nach das schlechteste, mit Abstand schlechteste Piece der Kollektion. Das befindet sich hier drin mit noch einem anderen Piece. Wieso ich das gekauft habe, warum Katastrophenrelease, wieso, keine Ahnung, der Weihnachtsmann nicht existiert, fangen wir einfach an. Yo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal, guckt sich eigentlich irgendwer diese Intros an? Weil ich persönlich würde das immer skippen. Und hier, meine Damen und Herren, haben wir das Paket, was ich mir bestellt habe. Und ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen, der Release war wirklich absolut scheiße. Die Leute, die Exclusive Access hatten, also eine Viertelstunde vorher auf die Seite konnten, ich auch unter anderem, absolut keine Chance oder fast keine Chance auf das Flanellhemd hatten. Das war nach einer Minute ausverkauft und da stelle ich mir die Frage, Alter, Peso, richtig cringe gerade, wie vielen Leuten habt ihr Exclusive Access gegeben? Ich habe alleine von Sennert, meinem YouTube-Kollegen, Grüße gehen raus an der Stelle, gehört, dass er sich 4-mal in diesen Newsletter eingetragen hat. Man musste sich ja in den Newsletter eintragen für Exclusive Access und er 4-mal Exclusive Access bekommen hat. Also ich glaube, dass einfach jeder, der sich da eingetragen hat, einen Code zugesendet bekommen hat, weil, und das ist jetzt ja kein Geheimnis, die Kollektion einfach nicht gut angekommen ist, bei niemandem gefühlt. Und dementsprechend mussten Justin und Peso natürlich irgendwie handeln und es ist ja allgemein bekannt, dass dieses Codes rausgeben dafür einfach eine der besten Marketingstrategien ist. Ich finde das super schade, weil das macht einfach das Konzept von Peso kaputt. Bevor ich da jetzt noch mehr zu sage, stelle ich euch jetzt einfach mal einen sehr, sehr abgef***ten Julius vor und leite mal kurz zu dem über. Ja, wir befinden uns gerade am Tag des Drops und ratet mal, wer Early Access hat, schon auf die Website gehen kann. Man kann hier oben sehen, es ist gerade 17.54 Uhr. Ich war aber auch schon vor 10 Minuten drauf und es ist zwar alles noch da eigentlich, ja, sieht ganz gut aus, oder? Aber das hier? Weiß nicht, Digga. Einfach vor dem Drop. Ich habe so keinen Bock mehr. Also ohne Witz, ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Und jetzt rate mal, was um 18 Uhr zum richtigen Drop wieder gerestockt wurde. Richtig, das Flanellhemd. Aber kein Mensch mit Early Access. Ich habe gerade eben die ganze Zeit Exclusive Access gesagt, ne? Gestern war Yeezy Day, deswegen bin ich noch ein bisschen verwirrt. Dazu kommt die Tage auch noch ein sehr, sehr wildes Video. Aber kein Mensch mit Early Access ist um 18 Uhr nochmal auf die Seite gegangen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es gerestockt wurde. Generell diese Early Access Geschichte, einfach nicht meins. Ich finde das ein bisschen beschissen, vor allem wenn es an jeden rausgegeben wird. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass die Kollektion erst nach 30 Minuten komplett sold out war. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich würde sagen, dass das einfach so ein bisschen die Folge davon ist, wenn man in so einer Kollektion nur ein, zwei wirklich gute Pieces hat und der Rest irgendwie nicht so gut ist. Sagen wir es mal so. So, als allererstes kommt mir eine Dankeskarte entgegen. Nett, ich bedanke mich. Dann fällt mir direkt auf, dass es, glaube ich, ein neuer Karton ist, weil hier von außen, hat man ja schon ein bisschen gesehen, ist kein Peso-Logo oder sowas. Und wenn ich das Ding mal drehe, kurz, sieht man, da ist ein Peso-Logo drauf. Dann als allererstes das mit Abstand hässlichste T-Shirt der Kollektion. Und dann das, was ich mir anstelle der Flanelljacke gekauft habe. Und zwar das hier. Das war soweit eigentlich viel mehr. Okay, hier sind gerade irgendwie Papes drin gespawnt. Ein Feuerzeug, ey, von 6PM, das ist ja krasser Zufall, wie kommt das denn? In meinem 6PM-Unboxing wurde sich ein Testbericht von den Papes gewünscht und ich kann jetzt voller Freude und voller Stolz sagen, dass diese Papes ihren Job super erfüllen. Mittlerweile wisst ihr ja, glaube ich, alle, wie es läuft. Ihr könnt eins von den beiden Sachen hier gewinnen oder beides, je nachdem. Also der Gewinner kann sich aussuchen, was er haben möchte. Oder ob ihr schon mal Yoga gemacht habt, keine Ahnung, ist mir egal, was ihr kommentiert. Und dann habt ihr die Chance, etwas davon zu gewinnen. Ist nicht schlecht, oder? Dazu sollte ich sagen, dass es auch von Vorteil wäre, mir auf Instagram zu folgen, julius.msm, weil der Gewinner wird mir dann seinen Instagram-Namen mitteilen und ich werde ihn darüber anschreiben. Und wenn ihr mir dann nicht folgt, dann werde ich, glaube ich, nochmal mir überlegen, ob ich nicht doch nochmal neu auslose. Und generell lohnt sich das, mir auf Instagram zu folgen. Dann wüsstet ihr nämlich auch schon, was Sonntag für ein unfassbar krasses Video kommt. Kuss geht raus an euch und viel Erfolg. Machen wir jetzt direkt mit dem Unboxing weiter. Nachdem wir das hier ab... Und hier ist das gute Stück. Das ist mein Trostpreis. Und man sieht schon, die Tüte ist komischerweise offen. Ich weiß auch nicht ganz, was das soll. Hier haben wir die Peso Monogramm Jeans. Und wenn ihr mein Meinungsvideo gesehen habt, wisst ihr, dass ich die eigentlich auch ganz in Ordnung fand. Das Problem daran ist ja so ein bisschen, dass die mehr oder weniger auch von Louis Vuitton oder anderen Brands, die das schon gemacht haben,
abgekupfert ist. Das kann man so oder so sehen. Ich finde es nicht so krass schlimm, aber ich finde vor allem, dass die Waschung hiervon echt sehr, sehr krass kommt. Dieses Monogrammmuster erstreckt sich über die gesamte Hose und sind halt einfach diese Peso-Ps. Die Besonderheit der Hose besteht allerdings darin, dass wir hier hinten umgedrehte Taschen haben. Und da muss ich sagen, das ist wirklich mal wieder ein richtig geiles Detail. Da hat sich der gute Justin Fuchs nochmal in die kreative Ecke gesetzt und kreative Sachen gemacht. Das laber ich eigentlich für eine Scheiße. Und dazu dann nochmal dieses weiße Peso-Leder-Tag, was man jetzt ja auch schon seit 2 Kollektionen, glaube ich, kennt. Was ich sehr positiv hervorheben muss, ist, dass ausnahmsweise mal die Bündchen bei Peso hier unten zu sind, sonst werden die ja echt oft aufgeschnitten. Das finde ich so eigentlich cooler. Und wir werden dann gleich, wenn ich die Hose angezogen habe, sehen, ob sie trotzdem so stackt, wie sie stacken soll. Als nächstes das, wo ich sagen muss, das ist wirklich eins der schlechtesten Pieces der Kollektion. Ich werde euch gleich erklären, warum ich das gekauft habe, aber es ist echt hässlich. Denn hier haben wir das schwarze Republic T-Shirt mit dieser Münze oder diesem Emblem, Wappen, wie auch immer man es nennen möchte, drauf. Das ist alles hier rein gedruckt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, man hätte da auch noch cool mit anderen Stickarten oder Druckarten arbeiten können. Zum Beispiel irgendwie in einem 3D-Print oder vielleicht sogar hier Details sticken oder sowas oder Frotté, keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, sehr cool gekommen. Normalerweise habe ich ein Peso Size S. Das hier ist jetzt in Size L. Und das liegt einfach daran, dass ich das T-Shirt für meinen Bro Ali geholt habe. Der findet das sehr wild, warum auch immer. Und dementsprechend wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich finde, dass einfach dieser große Print das T-Shirt nicht cooler macht. Es sieht einfach aus. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist zu plakativ. Ich würde mir lieber ein schwarzes Peso Raw T-Shirt kaufen oder irgendwie mit so kleinen Details drauf und fertig. Aber das ist es nicht. So, okay, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich habe gerade die Hose an. Jetzt sieht man es ein bisschen. Richtig unprofessionell. Und ich muss sagen, overall bin ich echt zufrieden mit der Hose. Einen sehr fetten Kritikpunkt gibt es, also den allerfettesten. Was auch sehr fett ist, ist, wenn ich vorher allerdings noch mal kurz zum T-Shirt, für das ich jetzt ja 60€ bezahlt habe, was arschviel Geld ist. Ich finde, dass der Stoff wieder ein bisschen zu dick ist, weil wir haben Hochsommer, es sind draußen irgendwie 30 Grad und dann hat man jetzt hier diesen richtig dicken, fetten Peso-Stoff. Das ist ein bisschen nervig und ich weiß auch nicht so ganz, was man damit anfangen soll vom Fit her, aber eigentlich ganz cool, würde ich mal behaupten. Was machst du eigentlich hier? Ich würde sagen, genauso sollte es fitten. Also eine gute Wahl von meinem guten Kollegen, auch wenn das Motiv davon absolut beschissen ist. Jetzt aber zur Hose und da muss ich sagen, ich bin vom Fit doch positiv überrascht. Ich hätte gedacht, dass der deutlich schlechter ist und noch slimmer, aber für so eine Casual Everyday Hose ist es eigentlich ganz cool. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich von diesem Monogrammmuster halten soll, ob das so cool kommt mit den vielen Ps drauf. Das größte Problem besteht allerdings darin, dass ich 110€ für die Hose bezahlt habe und für so eine ganz gewöhnliche Everyday Jeans, gut, wir haben das Monogrammmuster, aber ihr wisst, was ich meine, ist das eine Menge Geld und ich scheiße jetzt auch kein Geld. Leider, Alex und Tu haben mir in die Kommentare geschrieben, das ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, dass natürlich auch die Inflation in der Türkei aktuell sehr abgeht, wenn man das mal so nennen kann. Und dementsprechend auch so die Preise für Einkäufer, also für Peso und alle Marken, die in der Türkei produzieren, steigen. Als Konsument kann einem das natürlich eigentlich scheißegal sein, weil ich persönlich kaufe da, wo es einfach die besten Produkte gibt, für vielleicht auch einen sehr, sehr guten Preis. Trotzdem ist es natürlich nicht schlecht, sowas immer im Hinterkopf zu haben und auch mit steigenden Preisen sich nicht durchgängig darüber abzufacken, sondern ja, so ein bisschen die andere Seite zu betrachten. Peso Republic, schlechte Kollektion, schlechter Release, aber die Hose ist eigentlich wirklich gelungen. Man kann sich natürlich drüber streiten, ob dieses Muster oder diese Machart der Hose geklaut ist oder nicht. Ich würde sagen, jein, ist an der Grenze. Grenzwertig wird es auch am Sonntag, der Übergangsboss. Es wird wirklich Hammer, also stellt euch alle den Countdown, Sonntag 12 Uhr. Und bis dahin könnt ihr euch gerne noch mit einem von diesen beiden Videos hier vergnügen. Da gibt es das 6pm Unboxing und da ein Hammer Düsseldorf Vlog. Lasst es euch richtig gut gehen, haut rein und ciao. Okay, und es sieht so aus.